schwierige Wetterbedingungen im Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena. Heftiger Wind und dem fiel vor der Partie sogar die Bank zum Opfer. Turbine Potsdam zu Gast bei Carl Zeiss Jena. Eigentlich eine klare Angelegenheit, der Tabellenfünfte zu Gast beim abgeschlagenen Tabellenletzten. Jena hatte in der Wintervorbereitung auf die Defensive Acht gelegt, aber nach 2 Minuten war das alles schon wieder dahin, denn Selina Cerci schoss da ihr 1:0. 9. Saisontor für Selina Cerci. Auf Kopfballvorlage von Mesias Schuld ist dann unten, da verzögert sie und schiebt ihn eiskalt rein. Frühe Führung, aber man muss Carl Zeiss Jena zugutehalten, sie hielten mit im ersten Durchgang. 4. Minute, also prompte Antwort, Fragezeichen, nee, aber knapp war's beim Kopfball von Landmann. Der Freistoß kam von Weiß. Viertelstunde jetzt vorbei. Im Ernst-Abbe-Sportfeld die Ecke von Schmielinski, die landet dann im Nachgang auf dem Fuß von Melissa Kössler, nämlich hier. Kössler zieht ab und auf der Linie ist Julia Arnold zur Stelle. Der Ball nicht im Tor, richtig gesehen, bleibt beim 0:1. Arnold klopft ihn hier regelkonform wieder raus. Dann diese Szene, kurze Zeit später, Cerci zieht ab und dann das Handspiel von Landmann. Dafür sah sie gelb und es gab den Strafstoß für Turbine Potsdam. Merle Barth lief an und Inga Schuld parierte den Ball und auch den Nachschuss von Plattner. Ganz, ganz stark von der Jena Schlussfrau, die auch 7 Jahre für Potsdam spielte, gegen ihre Ex-Kolleginnen also mit dieser tollen Reaktion. Kurz vor der Pause Kössler nochmal unterwegs. Es hätte auch höher als 1:0 stehen können. Bereits zur Halbzeitpause. Trotzdem war sie die Heldin für die Gastgeberinnen im ersten Durchgang. Inga Schuld mit einer tollen Leistung. Im zweiten Durchgang allerdings machte Potsdam dann ernst. Keine 3 Minuten gespielt. Wieder Cerci alleine vor Schuld. Und wieder war er drin. Wieder ein frühes Tor auch im zweiten Durchgang. Doppelpack Cerci, ihr 10. Saisontor. Tolle Übersicht von Schmielinski und dann ein leichtes für Cerci. Und so ging es weiter. Immer nur auf das Tor von Jena im zweiten Durchgang. 56. Minute, zunächst geklärt von Schuld. Dann wird es ein bisschen hektisch da am 5-Meter-Raum. Dann diese Abwehr auf den Fuß von Malgorzata Mesias und die mit dem 3:0 in der 56. Erstes Saisontor und kurioser Jubel bei den Potsdamerinnen nach diesem Treffer von Mesias. Keine 10 Minuten später. Nächster Vorstoß, wieder Mesias, diesmal schießt sie nicht selbst, sondern legt super ab für Plattner, aber wieder eine tolle Reaktion von Inga Schuld. Ohne sie stünde es wahrscheinlich schon höher als 3:0. Die beste Jenaerin stand zwischen den Pfosten. Kurze Zeit später hatte sie dann allerdings keine Abwehrmöglichkeit. Sissoko mit dem 4:0, nachdem da wieder Chaos herrschte am 5-Meter-Raum. Erstes Saisontor und erstes Tor überhaupt im Trikot der Turbine für den Neuzugang Sissoko. Und Potsdam hatte kein Erbarmen mit Jena. Die fielen jetzt auseinander und waren nur noch im Rückwärtsgang, konnten aber trotzdem nichts am 0:5 hindern. Wieder Cerci mit ihrem ersten Dreierpack in der Bundesliga-Saisontor Nummer 11. Damit ist sie einsam und alleine Führende der Torschützenliste in der Frauen-Bundesliga. Und einen haben wir noch in der 80. Minute aufgepasst. Plattner und die eingewechselte Orschmann mit einem super Tor. Dina Orschmann mit dem Schlusspunkt in dieser Partie. Tolle Flanke natürlich von Plattner, aber dann mit der Innenseite Volley ins Kreuzeck. Besser kannst du den nicht abschließen. Dreierpack von Cerci zum 6:0 für Potsdam bei Carl Zeiss Jena und dementsprechend natürlich die Frau des Tages im Turbinekader bei unserem Mikrofon. Ich denke, das Selbstvertrauen, was gerade bei mir an erster Stelle steht und was ich halt vom Trainerteam bzw. auch von der Mannschaft bekomme. Die Mannschaft steht hinter mir, die Mannschaft gibt mir gute Torvorlagen. Weil wir wieder diese Fehler machen, die wir in der Hinrunde schon gemacht haben, so einfache Fehler. Das ist, hat nichts mit einer Grundordnung zu tun oder mit Einstellung, sondern es ist vielleicht auch einfach ein Thema, auch der Klasse ist einfach so Fakt. Ja, ehrliche Worte von Jenas Trainerin Anne Pocher. Das braucht jetzt schon ein kleines Fußballwunder, wenn es noch mit dem Klassenerhalt klappen soll. Auf der anderen Seite bleibt Potsdam in Schlagdistanz zur Champions League Qualifikation. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.